Schützen, sondern zwei. Keine freie Nacht. Die gehen wir am besten direkt aufs Deck, damit ich nicht immer wieder von den Leuten angepöbelt werde, wie in den letzten drei Malen. Der Aristokrat, der im Palast wohnt und den Leuten das Leben aussaugt, die den Palast gebaut haben. Mehr hast du nicht zu sagen, Megan? Jetzt wollte ich mich extra anschleichen, damit du nicht deinen Text unterbrichst und dann sowas. Er konnte immer auf Dunwalls Geld und Marine bauen. Ohne die hätte er vielleicht Respekt vor den Bewohnern von Sarkonos entwickelt. Blutfliegen sind weg. Angst vor dem Richtblock war schon für so manchen Herrscher sehr motivierend. Die Blutfliegen sind weg. Ach nee, ist gut. Ist das Hypatias Zimmer? Machen wir erstmal hier reden. Dann Blue Fliege Lines. Sind Sie bereit? Ich bin in einem Dutzend Schlössern und 100 Anwesen gewesen. Sie sind alle gleich. Der Palast des Herzogs kann nicht schlimmer als Lady Brisbys Kaffeekränzchen sein. Herzog Abele zu töten ist nur Teil des Rätsels. Sie müssen auch noch das finden, was er für Delilah aufbewahrt. Sie haben kaum erzählt, was Sie in Stiltons Haus herausgefunden haben, was in Ordnung ist. Die Welt braucht Geheimnisse. Und Paradoxen. Aber sobald Sie im Großpalast sind, kann alles, was Sie tun, Einfluss auf Karnakas Zukunft haben. Vergessen Sie das nicht. Jeder, der mir den Weg zu Herzog Abele versperrt, wird es bereuen. Sie alle verdienen zu bluten. Ah. Was Megan wohl gedacht hätte. Also, ich hätte, was sie jetzt gedacht hat, bei dem, was Emily gesagt hat. Ich war Ihnen hoffentlich eine Hilfe. Ja. Es tut gut, sich nützlich zu fühlen. Keine Sorge, keine Sorge, keine Sorge, keine Sorge, keine Sorge. Na, Ratilanz. Ein Verbrecher darf niemals eine Stadt regieren. Ja, Emily. Mord ist auch ein Verbrechen. Du hast schon über hunderte Leute getötet. Nicht nur Wachen, auch Zivilisten. Byrne wollte Oberaufseher werden. Ja, jetzt kann er es sicher vergessen. Abschminken. Der Herzog hat Unsummen in seinen Palast gesteckt. In den geschmacklosen Klotz. Echt mal. Mein Palast sieht viel schöner aus. Aber Tricken, du hast gar keinen Palast. Ich habe eine Whiskyflasche. Nicht jeder hat eine Whiskyflasche. Ja, du jetzt auch nicht mehr. Du jetzt auch nicht mehr. Ist kaputt gegangen. Nee, die sind im Klo. Warum sind die im Klo? Hast du wieder eingesperrt, Megan? Wenn ja, wieso? Hättest du doch hier reinsperren können. Ist zwar etwas größer der Raum, aber... Ne? Sanitäranlagen, was ist, wenn man mal pinkeln muss? Da macht man aus dem Wasser. Also, wir haben gelernt... Toilettendeckel nicht schließen, während ich in der Schattenform bin.
nein. Ach, darum hat Megan die Blutfliegen dort reingesteckt. Hat sich gelohnt. Danke auch. Danke auch, Megan. Wie bezahlst du mir das jetzt, hä? Dass ich so viel Lebensenergie verloren habe. Gar nicht. Davon kann ich ja nicht naschen, um meine Gesundheit wiederherzustellen. Da. Wir haben doch ein Waschbecken in unserem Zimmer. Ich würde mich nicht wundern, wenn das jetzt verdirbt. Nicht mal. Lol. Lol, 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 lol. Erstmal Gesundheit wiederherstellen. Das ist wichtig. Hat oberste Priorität. Hier ist nicht mein Zimmer. Ist auch nicht mein Zimmer. Hier ist mein Zimmer. Wow, 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 wow. Nur die zwei Stück? Ja. Willst du 30 Waschbecken in deinem Zimmer haben? Wozu brauchst du 30 Waschbecken? Checken? Checken, checken, checken? Hey, Megan. Ihr könnt lossegeln, hätte ich fast gesagt. Aber das ist ein Motorboot. Wir sollten aufbrechen. Segelboote sind ausverkauft. Gibt es nicht mehr? Gibt es nicht mehr? Ausgestorben durch den Fortschritt. Im Palast lebt ein Doppelgänger des Herzogs, um Meuchler zu täuschen. Ein Freund in der Wäscherei hat gesagt, der Doppelgänger würde rauchen. Vielleicht hilft das. Vielleicht können sie mit ihm reden. Er soll nett sein. Was für ein Scheißjob, einen Tyrann wie Herzog Luca Abele zu spielen. Ich habe auch einen Doppelgänger. Dass die Leute den Herzog akzeptieren. Er hat eine Armee, kontrolliert die Bergwerke und er hat die Hauptstadt im Rücken. Auf seinen Feiern teilen die Gäste das Land unter sich auf und essen dabei Hummer. Ich kenne solche Feiern aus Dunwall. Voll Speichellecker, die sich gegenseitig in den Rücken fallen. Arme Kaiserin. Ich habe diese Feiern vom Dach der ehemaligen Schlachterei gesehen, wo ich schlief. Im überschwemmten Bezirk. Ich weiß, sie hatten's schwer, Megan. Ich bin oft verkleidet durch Dunwall gelaufen. Aber wenn's mir zu viel wurde, konnte ich immer zum Tower zurück. Kanaka hat mir eine Perspektive gegeben. Gut. Wenn sie den Herzog erledigt haben, finden sie, was er für Delilah aufbewahrt. Sobald sie es haben, hole ich sie mit dem Beiboot ab. Oder ich komme den ganzen Weg hierhin zurückgelaufen. Einfach so aus Jux und Dollerei. Weil wir es können. Aber Chicken, wer läuft denn schon zurück? Das wäre doch Wahnsinn. Ja. Ich
ja nicht so, als hätte Rapi mich vor kurzem wahnsinniges Hühnchen genannt. Ich bin auch wahnsinnig in seinen Augen. Ja. 64 Wither bekämpfen. 64 Beacon. Wer tut sowas? Wer braucht so viele Beacon? Checken? Naja. Reden wir nicht darüber. Reden wir darüber, dass dort unten. Die Ware kommt rein und muss sofort weiter. So läuft's auf dem Schwarzmarkt. Das Zeug kann hier nicht bleiben. Die Garde erwischt uns sonst oder die rechtmäßigen Besitzer kommen und wollen es wieder haben. Warum dauert ich will auch etwas haben. Euer Leben. Wie er nochmal aufgestanden ist, um umzufallen. Nee, hier schleicht keiner herum. Hier schleicht keiner herum. Keine Sorge. Das bildest du dir nur ein. Glaub mir. Glaube mir. Hör auf mich. Wohl, wird doch nicht. Nee, tu dich's nicht. Besser nicht. Besser nicht. Oder du bereust es. Inwiefern soll er es bereuen schicken? Sehr weit. Sehr viel. Wow! Was wäre fast daneben gegangen? In beide tot. Oder dein Tod. So, geh schwimme mit den Fischen. Ja, er ist im Wasser gelandet. Ich wollte schon sagen, Moment, da unten war doch Strand. Oh nein, Fische sind auch. Stimmt ja, der Bettler liegt ja hier tot. Tot. Kannst du es wagen, einfach tot zu sein, hä? Mr. Bettler? Ist doch der Bettler, oder? Ja, ich wollte nicht 150 mal draufklicken. Ah, du bist der Bettler. Ja, hast es warm. Schön lecker warm. Was wollt ihr? Achso, ihr zerstecht die Ratten. Hallo, ich bin nicht mehr in der Nähe euer Nester. Geht weg! Push dich! Pusht euch, habe ich gesagt. Nein, du hast nur dich gesagt. Den einen, den du schon getötet hast, hat sich nur angesprochen gefühlt. Du musst dich auch kuschen. Jetzt eine Hexe sein, ne? Ignorieren die Blutfliegen ein. Willst du in die Wohnung rein? Kann ich gerne. Obwohl, Fenster ist offen. Flatsch, flatsch, flatsch. Wir sollten als allererst zum Schwarzmarkt laden. Und dort ein bisschen Sachen einkaufen. Schattenrast. Das klingt nach Schattengang.
Ja, in Schattengang Gesundheit regenerieren. Ach. Oder einfach 150 Mal aus dem Brunnen trinken. Wieso habe ich eigentlich nicht? Habe ich das überhaupt? Wieso trinke ich aus dem Brunnen? Habe ich nicht mit der Nachtsicht, dass ich da Gesundheit regeneriere? Habe ich das nur mit Corvo? Oder habe ich es noch nicht geopfert? Nee. Dann hatten wir es nur mit Corvo. Egal, trinken wir halt 5 Stunden Wasser. Wobei wir haben ja festgestellt, dass auch wir auch aus Zapfhähnen unser Mana regenerieren. Aber zumindest so, als wir in Paolos Kneipe waren, in Anführungszeichen. Echt mal, und hier ist ja auch direkt ein Wasserspender in der Nähe. Wasserspender vor allem. Chicken, das ist kein Wasserspender. Nü. Seltsame Zeiten, Wow. harte Zeiten. Ja, Muss wachsam sein. doofe Zeiten.